Gibt's da nicht. Treffe ich nicht mal dieses Ding hier? Komm. Es will nicht. Immer noch nicht. Muss ich andersrum stehen? Näher dran vielleicht? Nee. Jetzt. Ich flambiere hier schon richtig die Wand mit und... Ah, sieht doch langsam. Sieht doch langsam nach was aus. Hoppala. Sehr schön. Ob es hier unten noch Geister gibt? Bestimmt. Oh! Fuck. Oh, man muss natürlich wieder immer... Man muss einfach die Klappe halten. Nein, ja. Greif mich nicht an. Ich brauche ein Quenchschild. Das gibt es einfach nicht. Ob es hier Geister gibt? Ein paar Sekunden später kaum welche. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ghost besiegt. Sehr schön. Aber den Ghost gebastelt. Ja, muss man. Er braucht 3 Treffer, dann wäre ich tot. Zwei, vier. Wow. Okay, wo ist denn Irden? Komm schon. Oh, mach den blöden Irden jetzt. Das ist der falsche Irden. Aber solange der Gegner in irgendeiner Form was abbekommt hier. Zwei, vier, fünf, sechs. Oh, endlich. Geister sind ruhelos. Nicht schlimm. So, wo ist jetzt hier was zum Anziehen? Da ist was. Kannst noch irgendwas? No und no. Ah. Irgendein Brief. Und noch mehr Dunkelheit. Ja, schön. Oh, eine Truhe. Eine Truhe. Wieso ging das jetzt gerade nicht? Oh, die Truhe. Das ist sowas von was, was man mitnehmen kann, aber nö. Okay. Dann lesen wir mal diesen Brief weiter oder was auch immer das ist gewesen ist. Graf Romis Tagebuch Teil 1. Diese Tätigkeit ist sogar noch profitabler, als ich erwartet hatte. 5 der letzten 7 Einführungen waren ein Erfolg. Nur 2 Knaben hatten Väter, die zu geizig waren, ihre Söhne auszulösen. Da es dort wohl noch weitere Nachkommen gab, wurden die gefangenen Rotznasen als entbehrlich eingestuft. Nicht vergessen, in Zukunft ein wesentlich geringeres Lösegeld von Kunden mit mehr als einem männlichen Erben verlangen. Ich habe die Jungs auf Anastasia von Burma angesetzt. Der Herr von Burg Zwetzer ist ein unglaublich wohlhabender Edelmann und Anastasia ist sein einziges Kind. Das riecht nach einer lukrativen Transaktion. Die Jungs sind in der Nacht mit der Tochter des Kunden zurückgekommen. Das Mädchen ist ruhig, gar apathisch. Um die Burg herum gehen seltsame Dinge vor sich. Rabenschwärme sitzen in den Bäumen, die an den Innenhof grenzen. Heute Morgen sind noch mehr dazugekommen. 2 Dienstmägde sind verschwunden. Waren dafür etwa meine Jungs verantwortlich oder haben diese Raben sie zu Tode gehackt? Hier verdeckt ein riesiger Tintenfleck die Hälfte der Seite. Okay.
Einer meiner Knechte ist gestorben. Laut den anderen Bediensteten wurde er von Baumwurzeln getötet, die plötzlich aus dem Boden schossen. Meine Männer sind vor Angst wie gelähmt in den Ländereien um das Anwesen herum, heulen bei Tag und Nacht die Wölfe. Die Burgmauern zu verlassen würde den sicheren Tod bedeuten. Wir haben uns im Inneren verbarrikadiert und leben wie bei einer Belagerung. Zum Glück verfügen wir über reichlich Nahrung und Wasser. Vielleicht handelt es sich dabei ja um eine Art von Fluch. Franz, der Kopf der Einheit, die Anastasia entführt hat, hat den Freitod durch die Schlinge gewählt. Hier ist ganz sicher schwarze Magie am Werk. Ich muss in der Burgbibliothek nach Hinweisen darauf suchen, um was es sich dabei handeln könnte. Ja, das haben wir jetzt gekillt, das Vieh, ne? An den Ehrenwerten Raphael von Burmann, Herr von Burg Zuetza. Wir möchten euch, edler Herr, versichern, dass eure Tochter sich aller besser Gesundheit erfreut. Daran wird sich auch nichts ändern, wenn ihr Vater gemäß unserer Anweisungen handelt. Diese lauten wie folgt. In 6 Tagen, genau um Mitternachtsanschlag, habt ihr, mein Herr, euch vor der verfluchten Kapelle in der Nähe von Brunwig einzufinden, um ein Lösegeld in Höhe von 1000 unbeschädigten Novigrader Kronen zu übergeben. Ihr dürft keinen Alarm geben und müsst allein erscheinen, ohne Wachen oder Bedienstete. Ich verzichte darauf, hinzuzufügen, dass jegliche Nichtbefolgung dieser Anweisung zu einer sofortigen und proportionalen Verschlechterung des Gesundheitszustandes der jungen und hübschen Dame aus ihrem Haus führen wird. Meine besten Grüße euch, vor allen Dingen sofortigen und proportionale Verschlechterungen. Alter, da ist ja belesen. Gibt's ja nicht. Sofortige und proportionale Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Ja, na, hey. Wieso kann ich diese blöde Truhe nicht öffnen? Ist doch was verkehrt. So ein Mist. Wow, das war jetzt gruselig. Das war jetzt echt, also dieser Schrei. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. So, jetzt müssen wir erstmal so gehen bis zu diesem Hügel hier und dann können wir uns das holen. Wie sieht's denn hier mit dem, ja, pferdemäßig läuft's. Bereitet's, komm. Nein, ich will da keine Schnellreise machen jetzt. Ich will auch plötzlich durch die Gegend, bitte. Danke. Och, das ist nicht mehr normal, diese Gegend. Schneller. Das ist nicht nur ein bisschen verflucht hier. Oh, das ist richtig, richtig gruselig. Na dann, aber erstmal. Ja, hier ist er. Hier ist das Mistvieh. Ist mal schön zu Fuß weiter. Man weiß ja nicht, was man noch finden wird. Da ist es. Stufe 8 und nice. Oh Gott. Jetzt mal speichern, Gewinn reinballern und eventuell dann nochmal reinballern. So, welche Stufe hast du? Hä? Welche Stufe? Welche Stufe? 37, oh Gott. Oh Gott, noch schlimmer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte gedacht, ich würde den irgendwie tot kriegen können. Moment, ich habe einen Fragezeichengreif getötet. So, Moment. So. Muss nur mich immer schnell bewegen. Ab und zu mal Feuer reinsetzen. Dann klappt das schon. Okay, Quenchschild. Na, kommt doch her, hä? Kommt doch her, kommt doch her, kommt doch her. Und. Ah, komm weiter, komm weiter, komm weiter. Quenchschild. Ah, landet doch wieder, Mensch. Wir machen es mal so, da geht. Macht's mehr Schaden. Na ja, schön. Uha, okay. Quenchschild. Wir haben den Ball, wir haben den Ball. Fuck. Oh, das war zu nah. Das war viel zu nah. Okay, Quenchschild oder Igni? Nee, Quenchschild. Wenn das Vieh fliegt, ist Quen immer ganz gut.
Oh, Junge. Bald, bald, bald. Yes. Erzgreif besiegt. Kein großes Problem. Ach. Haben wir denn hier was? Ah, hier geht's nach unten. Geil. Gibt's hier außerhalb noch Schätze? Nö. Manuskript überlegener Hybridenöl, ja. Bisschen Zwergenschnaps. Schön. Hier gibt's echt noch Sachen. Cool. Da war der Aufwand jetzt nicht allzu sinnlos. Alter Waldschrat, absolut. Oh, endlich. Regeneration da. Ja, jedes gewirkte Zeichen erhöht für die restliche Kampfdauer die Regeneration der Ausdauer. Das muss ich eigentlich mit reinnehmen. Das ist echt cool. Da kann ich dann innerhalb... Ja, wow. Bis ich dann so schnell casten kann. So, Hybridenöl, das war's. Das braucht Albedo. Albedo, weil... Albedo braucht bestimmt, genau. Wieder die weiße Möwe. Für weiße Möwe haben wir aber leider keinen Alraunlicker, ja? Wir haben alles da, außer Alraunlicker, ja? Das ist schon ziemlich beschissen. Na gut. Suchen wir uns jetzt mal das hier und das. Da gehen wir jetzt einfach mal, ja, südlich und dann einfach weiter gehen Süden und dann ganz zum Schluss gehen Osten. Diese Burg da hoch. Wo ist denn jetzt mal Süden? Scheiße, nee, wir gehen hier in die falsche Richtung. So, da ist nämlich Süden. Moment, wieso ist da so eine Hütte? Die ich schon mal durchsuche? Wahrscheinlich. Hettel. Ich hätte schon mal. Moment. Wenn sich das Hettel nennt, dann hat das doch bestimmt auch einen Schnellreisepunkt in irgendwo bei Hettel. Entweder hier. Oder da. Es gibt doch nichts mit einem Eigennamen, was keinen Schnellreisepunkt hat. Das wäre ja sonst. Oh, fuck, sinnlos. Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite des Ponta habe. Bei dem haben wir schon mal vorbeigeschaut. Was hast? Er hat aber keinen Allraunlikör. Hm. Nichts hat er. Um genau zu sein. Bis dann. Das ist auch nicht sehr viel ist. Gut, Gewenschild. Dann sollte ich vielleicht noch ein irgendwo auf den Boden setzen, damit dieses Vieh hier nichts auf mich drauf wirft. Oh fuck. Mehrere auch noch. Sehr sweet. Solange mich die anderen Grabspinnen da hinten in Ruhe lassen. Noch. Oh yes, 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 yes. Oh fuck. Alter, das hat's einmal niedergebrannt. Oh, yes. Es geht, es geht, es geht. Grabspinnen können nicht. Wir müssen einfach nur einen riesen Haufen an Sachen geben. Okay, Heddle, Schnellreisepunkt. Wieso gibt's hier keinen... Oh, coole, wirklich jetzt. Bewachter Schatz. Hey! Wissen wir doch schon mal, was es hier gibt. Also Tod und Verderben. Wie lange hält denn das? Yep. Hält ganz schön lange. Bums. Mega Feuerle. Ich glaube, dass der Gegner ein bisschen fix ausdörft. Ja, komm.
Niedergebrutzelt müssen es werden. So viele, so viele, so viele. Ein Alghul auch, ne? Oh, scheiße, 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 scheiße. Okay, zwei? Nein, nur einer wicht. Nee, nur mir ist die Mauer. Nice. Oh, komm, komm, komm her, nicht zu nah. Okay, es brennt noch, es brennt noch, es brennt immer noch. Und immer noch. Sehr gut. Brandschaden, OP. Wie eh und je. Beide noch ein Alghul oder sonst was, was sich hier versteckt, ist ja schon tot. Das könnte das Pyroman-Dingens sein, müssen die Gegner jetzt so eine Reihe nach niederstrecken. Na, ja, mir ist ja leider. Gibt's hier noch Eingang? Leider nicht. Da lässt sich doch reingehen, ne? Geister, Moment. Erstmal vorbereiten. Man weiß ja selbst nie. Silberne Halskette, Silberplatte. Sehr viel Silber. Neumond Handschuhe, genau. Ach Gott. Okay, wie viele Neumond-Sachen habe ich denn? Ich habe eine Neumond-Handschuhe. Dann habe ich... Oh, es gibt mehrere Neumond-Sachen. Aber ich, es gab nur sehr wenige Neumond-Stiefel, Neumond-Handschuhe. Also sehr wenige Neumond-Handschuhe. Sehr wenige Legendäre, würde ich jetzt sagen. Sehr wenige Orangene. Da gab es nur einmal so ein Teil. Okay. Ach, das war auch schon der Schatz. Schönes Ding. Können wir hier weiter nach oben gehen? Was gibt's da? Leiche. Ja. Da liegt er schon mal. Moment mal. Können ja so nett sein und den erstmal verbrennen. Was nicht geht. Nicht, dass dann hier noch Geister rauskommen. So wie jedes Mal. Einmal nicht aufgepasst, Geister. Also Heddel. Heddel, 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 Heddel. Ach, das ist Heddel. Hier ist der Punkt. Der ist nicht hier, der ist auf der anderen Seite. Gut. Fragezeichen gibt es nur noch eins. Und das lässt sich noch nicht so erkunden, weil ich die Tür noch nicht aufbekomme. Dann machen wir jetzt eine Quest weiter. Oder ein Schatzsucherdingens. Genau, und zwar Ophirische Gestaden. Jetzt muss ich erstmal noch den Schnellreisepunkt finden, weil die 900 Meter, die wäre... In 900 Metern! Schon ein bisschen eher Schnellreise machen. Och, wenn mal dieser... Hier ist der Schnellreisepunkt. Wenn dieser Schnellreisepunkt sich natürlich irgendwo auftun würde. 59.000 Währungseinheiten. Das ist schon ganz schön happig. So. Also, Ophirischer Händler, mach bitte anständige Schemas aus den Dingern. Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Ja, mir auch. Ich habe deine Schemata übrigens. Ich konnte alle Schemata finden. Ich wusste, man kann sich auf dich verlassen. Du hast meinen Glauben an die Menschen wiederhergestellt. So einfach geht das. Hilfe von einem Fremden in diesem barbarischen Land erfuhr.
Nichts zu danken. Wirklich. Wie vereinbart, fertige ich dir Duplikate an. Das kann jedoch einen Tag dauern. Komm morgen wieder. Dann habe ich deine Belohnung bereit. In Ordnung. Bis morgen dann. Sehr schön. Moment, was hat der... Ja. Erzählst du mir was über deine Heimat? Nein, würden wir jetzt nicht wissen. Was hast du aus Ophir alles da? So, der hatte... Oh, irgendeine Zeichenintensität, 3%, endlich mal was Wichtiges hier. Makelloses Markt, wow, ophirische Tunika. Die O4-Dinger, die sehen zwar komisch aus, aber sie scheinen bestimmt gut zu sein. Aber ja, keine Schemata hat er leider, das bringt uns da nicht weiter. Hat Gerrit da Blödsinn gesagt, ja, so in der Art, aber das war schon vor Ewigkeiten. Warte einen Tag, machen wir dann nachher. Was ist der denn? Ich sehe drauf. Nee. Was ist das denn? Hab ich den schon mal je gesehen? Wie es aussieht, hast du mein Geld ja gut eingesetzt. Ach, das ist der Runenschmied. Die Rückkehr in meinen Beruf. Du weißt ja nicht, welche Freude das bringt. Danke. Keine Ursache. Wie läuft's mit der Arbeit? Mehrere kleinere Runen habe ich schon angefertigt. Zum Üben. Aber es macht mich traurig, dass meine Werkzeuge und Zutaten für Besseres nicht ausreichen. Ich hatte Glück und habe etwas Jade gefunden. Hier. So danke ich dir. Wenn du es wünschst, lade ich dich ein, meinem Handwerk beizuwohnen. Oh, aber natürlich. Alter, 10.000? Ich glaub's nicht. Der Runenschmied kann deine Gegenstände mit Runenwörtern und Glyphenwörtern verzaubern und ihnen so neue mächtige Eigenschaften verleihen. Ruf zum Verzaubern das Verzaubernfenster auf. Okay. Ja, machen wir dann nachher. Bitte werte mit einem Ausrüstungsgegenstand. Ja, machen wir es nicht. Gefällt's dir in den nördlichen Königreichen? Nimm erstmal das. Königreiche. Gefällt es dir hier? Oh ja, noch nie habe ich ausgedehntere Wälder und einen solchen Himmel in derartig ungewöhnlichen Farben gesehen. Nordlinge allerdings sind eigenartig, wortkarg, verschlossen. Und auf den Straßen wimmelt es von Banditen, aber daran ist wohl der schreckliche Konflikt schuld. Naja, nicht nur der Konflikt. Egal, was hat er denn erstmal anzubieten? Ich würde gerne einen Blick auf dein Angebot werfen. Uiuiuiui. Schema, kleine Glyphe der Bindung, Blutenresistenz, Vitalitätsregeneration. Das ist ja mal eine schöne Glyphe. Verringert die Abnutzungsgeschwindigkeit des Gegenstandes, muss nicht sein. Elementarresistenz, ja toll, aber ne. Das war's. Jetzt können wir nur noch ein bisschen Rest an den verkaufen hier. Das ist auch irgendwelche Müll. Das hier kann weg. Das kann weg. Ah, 49. Nein. Doch. 17. 38. 33. Mann. 32. Perfekt. Oh, Moment. So. 10.000. Ich habe Geld für bessere Werkzeuge. Ja, ich habe wirklich Geld für bessere Werkzeuge. Aber bitte werde mit der... Ja, mach mal erstmal das. Kannst du mir etwas anfertigen? Mal schauen, was er denn... Wow. Okay, Knödel vor allem. Geil. Du kannst Gegenstände mit Runenwörtern oder Glyphenwörtern verzaubern. Diese Wörter können nicht zugleich mit einzelnen Runen oder Glyphen verwendet werden. Wenn du einen Gegenstand verzauberst, werden aktuell eingesetzte Runen oder Glyphen zerstört. Oh ja, dankeschön, ne? Verzaubern Gegenstände. Hier werden Gegenstände angezeigt, die mit Runen und Glyphenwörtern verbessert werden können. Sich also verzaubern lassen. Es können nur Gegenstände mit 3 Aufwertungsplätzen verzaubert werden. Dies ist die Liste von Verzauberungen, die bei bestimmten Gegenständen verwendet werden können. Zum Verzaubern und damit Verbessern von Waffen und Rüstungen sind ganz speziell Verzauberungen erforderlich. Hier erscheint eine Beschreibung der ausgewählten Verzauberungen sowie deren Kosten. Okay. Verzauberungen haben verschiedene Stufen. Zum Verzaubern eines Gegenstands musst du einen Runenschmied aufsuchen. Verzauberungen auf der Liste können hinzugefügt, entfernt und gefiltert werden. Gut, sehr schön.
Also, alle Runen- und Glyphenwörter. Okay, das sind erstmal alle und das sind die anderen. Ja, ich will ja hier keine andere Rüstung verbessern. Dummerweise kann ich hier wirklich nur die, die mit 3 haben, nehmen. Was haben wir denn hier? Ne, wir nehmen erstmal alles. So, mal gucken, was es gibt. Erhaltung. Boni von Rüstungsschmiedetischen und Schleifsteinen sind dauerhaft. Das ist cool. Das ist echt nice. Das macht man einmal und dann ist man immer ziemlich stark. Man kann natürlich auch das jedes Mal verbessern. Knödel. Verzehrte Lebensmittel regenerieren die Vitalität um 100% stärker. Schmecken aber ausnahmslos nach Piroggen. Ehrlich. Ja, um 100% stärker. Das heißt, sie sind doppelt so gut. Das heißt nicht, dass man die Vitalität auf 100% hochbekommt. Aber so sind also die Handkäse- und Piroggen-Runensteine zu gebrauchen. Dann haben wir Besänftigen, haben Adrenalinpunkte ihren Höchstwert erreicht. Nehmen sie stetig ab bis zum Wert 0. Bis dahin ist die Regeneration von Vitalität und Ausdauer erhöht und die eigene Vergiftung nimmt schneller ab. Schön, muss aber nicht sein. Die Rüstung lenkt alle Pfeile. Das ist geil, aber so problematisch ist es jetzt noch nicht. Alle angelegten Rüstungsteile gelten als schwer. Ja, das ist gut, wenn ich sowas wie den schweren Rüstungsbuff brauche. Aber toll. Treffer mit Art verringern die gegnerische Ausdauer um 50%. Muss es nicht sein. Usurpation. Stirbt ein Gegner, auf den Axi wirkt, wird der Effekt auf das nächste Ziel übertragen. Ach so. Das ist na. Oh, das ist cool. Usurpation. Das ist echt scheiße. Das ist schön. Dann haben wir noch Gegner, die mit Igni in Brand gesetzt werden, in Flammen mit einer Chance von 25% andere Gegner in 2 Fuß Umkreis. Ja, das ist dann so ein Massending. Jetzt vor allen Dingen Irden, Igni und kleine Glyphe des Schutzes. Ja, die Schutzglyphe bringt da wohl doch nicht so sehr viel, oder? Erforderliche. Das sind die Zutaten, die man braucht, aber ob es die Verbesserungen gibt, ich bezweifle das doch. Fassungen hinzufügen. Oh, das ist geil. Das ist cool. Fassung zu Gegenständen. Vor allem Fassungen 0 von 3. Fassung zu Gegenständen hinzufügen 400 und. Moment, aber ich kann leider keine anderen Gegenstände reinnehmen. Ach so, mag an maximal 3 Fassungen haben. Fassung 1 von 2. Ach, das bedeutet das. Okay. Leere Fassungen sind damit gemeint. So, reparieren. Ja, da können wir das hier erstmal reparieren. Die Runen, merkst du, sind besser als die alten Runen. Ja, ja. Schicke Effekte, aber das war's. Mehr Geld. Holst du davon bessere Ausrüstung? Die Runen haben das mit dem Schleifen meines Pammen. Servus, auf Todesmarsch ist voll schwer. Hätte ich nicht gedacht. Na gut, die sind alle Level 37 plus. Naja, 37 plus, na, tut dann aber irgendwann auch. Fleißig bei der Arbeit, das sieht man gern. Oh ja, ich habe passende Werkzeuge in Auftrag gegeben. Bei Novigrader Handwerkern. Einiges hat es gekostet. Aber jetzt kann ich wieder richtig loslegen. 10.000 Gold hat mich das gekostet, ey. Ich glaube. Schemata habe ich angefertigt. Anschauen solltest du sie dir. Vielleicht gefällt dir ja was. Machen wir auch. Dich hält jetzt also nichts mehr zurück? Vom Herstellen meisterlich gefertigter Runen. Ich brauche noch wesentlich mehr Geld dafür. Leider. Ach du Scheiße. Okay, also auf 15... Ja, 15.000. Ich dachte, ja was, wie viele Nullen sind das? Gefällt es dir in den nördlichen Königreichen? Ja. Oh ja. Noch nie habe ich... Schöne Himmel, Farben, Wortkarg. Ja, ja, das sagt er irgendwie immer. Dann gucken wir erstmal, was er anzubieten hat. Schauen wir mal, was ab Stufe 2 reingekommen ist. Oh,
sehr schön. Informationen bleiben nach dem Lesen erhalten. Ist klar, Blutenresistenz, Vitalitätsregeneration, Abnutzung von Gegenständen. Das, okay, wenn man dann bei 50% ist, ist es auch schon schön. Wird zur Herstellung von Ausrüstung. Moment. 50% verringerte Abnutzung von Gegenständen. Das heißt, die regenerieren sich, die dingen sich halt halb so schnell ab. Neumond, die Dinger will ich ja sammeln jetzt. So. Kann ich denn endlich mal irgendwelches blödes Leder an den verkaufen? Nö, natürlich nicht. Gut. Handwerk war es nicht. Reparieren muss jetzt nicht sein. Verbesserungen entfernen. Erste Fassung. Verbesserungen entfernen. Wenn ich das jetzt rausmache, sind dann die Teile weg? Ich weiß es nicht. Ich müsste es bei, ja, ich müsste bei den Handschuhen mal ausprobieren. Aber egal. Zerlegen muss jetzt auch nicht sein.